Der Zeitplan war minutiös ausgearbeitet. Absperrungen und Evakuierungen waren langfristig vorbereitet. Eigentlich sollte am Freitag ab 8 Uhr auf dem Gelände der sieben Dörfer Moors in Görries mit dem Entschärfen eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen werden. Insgesamt sieben davon liegen seit dem 4. August 1944 dort im Erdreich. Denn am Nachmittag dieses Tages, gegen 15 Uhr, hatten insgesamt 88 Flugzeuge der US Air Force vom Typ B-24 den ehemaligen Flugplatz Görries angegriffen. Die Amerikaner dachten offenbar, dort ein Zweigwerk der Bismarer Dornier-Werke zu treffen, wo Jagdflugzeuge vom Typ Focke-Wulf produziert wurden. Allerdings verfehlten viele der fast 1700 Spreng- und Brandbomben ihr eigentliches Ziel und landeten stattdessen im Moor. Na, das hängt damit zusammen, dass gerade der erste Bombenangriff auf Görries nicht, die Bomben trafen nicht so ins Ziel, wie sie sollten, sondern ein erheblicher Teil der Bomben ging also ins freie Feld, hat also nicht die Gebäude auf dem Flugplatz getroffen, wohin er eigentlich gezielt hätte, sondern es waren also Fehlwürfe. Das hing damit zusammen, in dem amerikanischen Bericht findet sich der Vermerk, die eine Staffel sei also der Führungsstaffel seitwärts in die Quere gekommen. Die mussten relativ dicht hintereinander fliegen, um die Bomben präzise abzuwerfen, und da gab es Durcheinander. Wie heißt das? Confusion in the Bomb Run heißt es in der Quelle. Also sie haben einfach nicht präzise die Bomben abgeworfen, und deshalb ist sehr viel ins freie Feld, in das Siebendörfer Moor gefallen. Genaueres über die Lage der Blindgänger, von denen jetzt zunächst einer entschärft werden sollte, hatte der Munitionsbergungsdienst von den Fachleuten der Luftbildauswertung Mecklenburg-Vorpommern erfahren. Diese suchen systematisch mit Hilfe von Bildern aus Beständen der damaligen englischen und amerikanischen Luftaufklärung, aber auch aus historischen Akten, das Territorium des gesamten Bundeslandes ab. Mit ihrer Arbeit tragen die Luftbildauswerter nicht zuletzt im Interesse vieler Bauherren in Mecklenburg-Vorpommern auf spezielle Weise zur Sicherheit bei. Wir haben eben seit vielen, vielen Jahren diverse Luftbilder für das gesamte Bundesland Mecklenburg-Vorpommern nachgekauft, und bei der systematischen Auswertung dieser Bilder haben wir eben festgestellt, im Bereich von Görries haben wir doch einige Blindgänger-Verdachtspunkte. Diese Verdachtspunkte wurden dann durch uns kartiert. Parallel dazu haben wir auch eine Firma beauftragt, die für uns Aktenrecherchen durchgeführt hat, und in dem Zusammenhang haben wir eben festgestellt, wir haben einmal die Blindgänger und zum anderen haben wir eben auch die Aussage, dass dort Bomben mit Langzeitzündern liegen dürften. Dann aber kam auf einmal alles ganz anders. Die für Freitagvormittag vorgesehene Entschärfung nahm ein vorzeitiges und glückliches Ende. Die lang vorbereitete Aktion konnte abgebrochen werden. Wir waren ja nun mit der Firma Hildes zusammen bei der Schachtmontage und sind runtergegangen und haben die Bombe teilweise freigelegt gehabt. Und dann beim Freilegen haben wir gesehen, dass das Bombenheckteil praktisch, der Bombenboden mit dem Zünder neben der Bombe lag. Und dann bin ich gestern Abend nochmal raus, das haben wir nochmal genau identifiziert. Dann haben wir uns nochmal das Heckteil der Bombe ganz genau angeguckt, gestern Abend noch. Und dann haben wir entschieden, Abbruch der Maßnahmen, das war der Zünder. Also da gab es nichts mehr zu entschärfen, weil der lag daneben. Nichtsdestotrotz ist der Zünder noch richtig scharf gewesen und voll funktionsfähig. Also die Ladung ist noch komplett am Zünder dran. Wir selber denken jetzt mal, dass die Bombe sich noch im Erdreich überschlagen hat. Und durch das Überschlagen ist sie gegen den großen Stein gekommen, wie man hier sieht, jetzt hier anhand dieser Delle hier unten. Und da wird durch den Druck wird's die Bodenplatte rausgedrückt haben, und deswegen lag die daneben. Bevor der jetzt ungefährliche Blindgänger bis zu ihrer endgültigen Vernichtung sicher verwahrt wird, erklärt der Experte, was für eine Bombe das eigentlich ist und wie gefährlich sie hätte werden können. Das ist eine 500 Lips amerikanische Bombe, sprich 250 Kilo. Die hatte eine Bezünderung mit einem Langzeitzünder drin, und so ein Langzeitzünder neigt auch dazu mitunter zu einer Selbstdetonation. Also das könnte auch passieren, dass so eine Bombe sich irgendwann im Laufe der Zeit auch selber umsetzt. Zum Glück konnte der erste der insgesamt sieben Blindgänger aus dem Siebendörfer Moor diesmal ohne großen Aufwand abtransportiert werden. Die weiteren sechs sollen im kommenden Jahr entschärft und geborgen werden. Das ist eine neue Herausforderung für die Männer vom Munitionsbergungsdienst und dann endlich die erste Gelegenheit, ein neues Gerät zum Wasserstrahlschneiden zum ersten scharfen Einsatz zu bringen.